Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Und ich wurde die letzte Zeit oft gefragt, wie ich so ein Cape bekomme. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar, Leute, ist es nicht mehr als ganz normales Optifine Cape. Und Optifine hat es jetzt abgeändert, dass man sich das so umbasteln kann, wie man will. Und das zeige ich euch. Passt auf. Und als erstes gehen wir auf die optifine.net Seite. Die sieht dann so aus. Und wer noch gar kein Cape hat, also in meinem Fall war es jetzt schon ein vorhandenes Cape, weil ich hatte davor schon eins. Das bekommt man, indem dass man so 5 Euro, 8 Euro irgendwas spendet an Optifine. Und dann bekommt man hier dieses Cape. Und das kann man dann auswählen, wie man es will. In Grau, in Schwarz und so weiter und so fort. Aber uns geht es heute darum, wie man so ein eigenes designtes Cape verwendet. Und zwar, wer schon ein Optifine Cape hat, beziehungsweise wer noch keins hat, muss sich das hier durch Spenden erholen. Das steht auch hier. Ihr könnt entweder per PayPal, Kreditkarte, PaySafeCard und so weiter und so fort. Aber wir machen jetzt erstmal über den Login. Also wir gehen hier auf Cape. Und wer schon eins hat, der loggt sich ein. So. Hab mich jetzt eingeloggt. Natürlich wird es alles zensiert. Falscher Username. Oha. Habe mich aber deutlich verschrieben. So Leute, jetzt sind wir eingeloggt und ihr seht auch schon, Cape Design, so sieht aus wie der Enderman halt. So, und hier könnt ihr jetzt die verschiedenen Designs auswählen, also weit, wie gerade eben halt auch, wo man sich's kaufen konnte. Also, wer sich ein Optifine Cape kauft, der kann auch das immer abändern. So ist es, man kann das sogar hier zu anderen Spielern übertragen, aber das soll uns jetzt egal sein. Und geht jetzt darum, wie wir so ein eigenes Design. Und zwar ist es hier, unter ganz unten steht nämlich seit neuestem Banner. Und hier steht URL. Ja, super, was fange ich jetzt mit der URL an? Und beziehungsweise, wo boah, kommt man die her? Zum Beispiel habt ihr jetzt ein komplett schwarzes Cape. Und hier ist auch schon ein schöner Link, Banner Creator. Und da klicken wir drauf. Ja, jetzt müsst ihr bloß noch fertig laden. Komm. Und dann landen wir auf dieser Webseite. Und als erstes, was wir machen müssen, das ist ein ganz normaler Banner, wie im Minecraft-Spiel auch bei der 1.8-Version. Und hier könnt ihr halt nämlich alles auswählen, was ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel jetzt den Hintergrund von dem Banner schwarz machen. Und dann könnt ihr zum Beispiel Striche und so weiter hinzufügen. Ich sage immer und so weiter. Das kennt man von mir schon gut. In meinem Fall, ich mache jetzt mal das Endergames Cape, also das Enderman Cape, Endergames Cape. Und das war jetzt in meinem Fall der Strich hier. Und den färben wir jetzt lila. Oder so lila. Ich glaube, das untere lila war es. Das war's genau. Und dann habe ich einfach bloß einen geraden Strich drüber gelegt. Und jetzt sieht es schon so aus, ein bisschen wie so ein Enderman. Aber ich habe dann noch die hier hinzugefügt. So, jetzt sieht man wieder gar nichts mehr. Habe ich ja Knorke gemacht. Dann kann man die hier auch noch verschieben, wo man es hin will. Wir testen jetzt mal, wo es hinkommt. Das war zu klein. Hier irgendwo hin. Oh, komm. Das war zu viel. Dann kommt das wahrscheinlich hier hin. Oder auch nicht. So war es auch wieder nicht. Verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ich glaube, so könnte es aussehen, oder? Ja, die Ähnlichkeit ist da. Ja, ist so dünn. Habe jetzt bloß ein bisschen gewundert, warum das so dünn ist. Aber das ist normal. Man kann vielleicht auch noch versuchen, eine zweite Ebene drauf zu legen. Jetzt ist die schwarz. Machen wir die mal ein bisschen höller hier. Nehmen wir aber diesmal die andere Farbe. Oha. Die hier. Und da legen wir die wieder dazwischen. Doch nicht so cool, wie ich mir gedacht habe. Dann auch hin. So, jetzt sieht es doch gleich tausendmal besser aus als davor. Und jetzt haben wir unser Cape fertig designt. Und dann hier haben wir einen Link, der heißt Share Link. Den kopieren wir uns mit STRG und C. Und fügen uns da den ein mit STRG und V. Und jetzt ist er hier und wir klicken auf Save. Und Get Update Design Banner Go Back. Und jetzt haben wir unser Endergame. Oder unser Enderman, ich bin immer so Endergames gewohnt von Gomme. Aber ist ja egal. So, und jetzt haben wir unser Kit. Und ihr müsst euch dafür bloß einmal aus- und einloggen. Und dann sieht es so aus. Man kann natürlich auch individuell designen, wie ihr natürlich wollt. Man kann zum Beispiel auch hier, das mal wieder alles weg hier.
Weg, weg, weg. Hier einen Creeper draufdrucken lassen. Das ist schon, das finde ich zum Beispiel richtig nice, das mit dem Creeper hier. Die Ebene ist noch zu viel. Also dass es jetzt schwarz ist, sieht man das auch nicht. Aber jetzt ist er orange. Also die, ihr habt da wirklich sehr viel Designmöglichkeiten. Ich finde bloß noch schade, dass man nicht sein eigenes komplettes Design einbinden kann. Aber es wird sicher noch kommen. Wir lassen uns mal überraschen, was die Zukunft mit sich bringt. Und ich wollte es nochmal grün machen. Ja, jetzt sieht es doch geil aus. Kann man das Hintergrund auch noch grün machen? Ja, könnte man gelten lassen. Auf jeden Fall, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. War ziemlich kurz und auch ziemlich simpel erklärt. Ist auch gar nicht schwer für euch. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.